Ich vermute einfach, dass die Festplatte hier für das System nicht korrekt partitioniert ist, obwohl sie schon mal im Betrieb war, aber möglicherweise unter einem anderen Betriebssystem. Und daher muss ich mich eines alten DOS-Programmes bedienen, indem ich hier auf Ausführen Startmenü klicke und dann hier Command, und dann komme ich hier in die alte DOS-Befehlsleiste und kann dann hier mit dem Befehl F-Disk mal überprüfen, ob die Festplatte hier überhaupt da ist. Wenn ich F-Disk gestartet habe, begrüßt mich zunächst einmal hier ein Abfragefenster. Der Computer hat erkannt, dass eine Festplatte mit mehr als 512 Megabyte, also sprich einem halben Gigabyte an Bord ist. Wir haben ja eine 10 bzw. 60 Gigabyte Festplatte an Bord und das ist hier erkannt worden, und er bietet uns hier eine effizientere Speichernutzung an, und es ist hier einfach die Abfrage, ob wir diese effizientere Speichernutzung FAT32 hier dann entsprechend nutzen wollen, und das würde ich jetzt hier einfach mal bejahen. Dann gehen wir mal die einzelnen Punkte durch, was uns hier zur Verfügung steht. Wir starten mal mit dem Punkt 5. Unter dem Punkt 5 können wir die beiden Festplatten einsehen, die hier angeschlossen sind, oder ja, je nachdem, wie viele Festplatten halt an Bord sind. Wir haben jetzt hier die Festplatte 1, die hier als Laufwerk C definiert ist mit unseren 10 GB, und die Festplatte 2 mit unseren ja roundabout 60 GB. Megabyte und Gigabyte weicht hier immer so ein bisschen ab. Und ja, hier sehen wir schon, dass der Laufwerksbuchstabe D, der eigentlich hier vergeben werden müsste, nicht vorliegt. Also sehen wir schon, dass hier irgendwas mit der Partitionierung soweit noch nicht passt. Per Escape kommen wir dann immer wieder ins Hauptmenü zurück und können dann in den Punkt 4 springen. In dem Punkt 4 sehen wir immer die Partitionierungsdaten der aktuellen Festplatte, hier in dem Fall der Festplatte 1, die wir ausgewählt haben. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man für eine Festplatte mehrere Partitionen anlegen kann. Sprich, man kann die Gesamtmenge an 10 GB auf mehrere, auf 2, 3 oder 4 verschiedene Partitionen, also Teile sozusagen, aufteilen. Und dann hätte man hier auch schon für eine Festplatte beispielsweise mehrere Partitionen, die sich dann auch mit dem Laufwerksbuchstaben D, E und F zum Beispiel fortsetzen würden. Hier in diesem Fall ist es so, dass es sich um eine komplette Partition handelt. Die Vorteile der Partitionierung war einfach früher, dass man einen kleinen Performance-Boost hatte, weil einfach der Lesekopf dann nicht über die ganze Festplatte rotieren musste, um dann entsprechende Daten zu finden, sondern halt eben nur über einen Teilbereich. Manchmal hat sich es aber auch einfach aus ja, Strukturgründen angeboten, dass man eine Partition für die Windows-Installation und Tools und eine für beispielsweise die Spiele gemacht, zwecks Übersichtlichkeit. In der heutigen Zeit nutzt man das aber so gut wie eigentlich gar nicht mehr. Dann mache ich mal weiter mit dem Punkt 1. Unter dem Punkt 1 haben wir die Möglichkeit, DOS-Partitionen anzulegen. Erstmal die primäre DOS-Partition, das ist eigentlich die, die man immer grundsätzlich so als erstes auf einer Festplatte anlegt, von der auch grundsätzlich gebootet wird. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, noch eine erweiterte DOS-Partition, das wäre dann meistens die zweite oder dritte Partition auf der gleichen Festplatte, oder eben ein logisches DOS-Laufwerk in einer erweiterten DOS-Partition, also nochmal eine Abstufung der Partition nach weiter hinten. Grundsätzlich ist es dann als reine Datenträger im Endeffekt brauchbar oder auch für andere Betriebssysteme, die eventuell diese Partition erfordern. Unter dem Punkt 2 könnt ihr dann die aktive Partition festlegen. Also das heißt, wenn es jetzt hier mehrere primäre Partitionen geben würde, dann könnte man hier angeben, bitte nimm mir diese Partition als erste und als aktive. Dann ist es auch die, von der gebootet wird. Das wäre zum Beispiel auch so eine Sache, wenn ihr eine Multi-Boot-Option einbauen sollte, dass ihr zum Beispiel parallel von Windows 98 oder Windows XP zum Beispiel booten wollte, dann braucht ihr zwei unterschiedliche primäre Partitionen, wenn ihr das Ganze dann über eine Festplatte abdecken wollt. Dann bleibt noch der Punkt 3 übrig. Im Punkt 3 habe ich dann die Möglichkeit, bereits vorhandene Partitionen zu löschen. Das muss ich tatsächlich auch immer machen. Also es kann durchaus Festplatten, wenn ihr irgendwelche Gebrauchten euch zulegt oder erwerbt, dann müsst ihr gegebenenfalls Partitionen löschen, um den kompletten Speicherplatz frei zu bekommen. Wenn ihr eine neue Festplatte bekommt, dann müsst ihr euch mal die Partitionierungsdaten anschauen, und gegebenenfalls sind da zwei oder drei Partitionen drauf, und dann müsst ihr auch diese Partition zunächst erstmal löschen, bevor ihr dann eine neue Gesamtpartition erstellen könnt.
Wir wollen ja jetzt die zweite Festplatte partitionieren, also sprich unsere 60 GB Festplatte, die 10 GB Festplatte, die ist ja schon partitioniert. Also hier sollten wir auch nicht versuchen, irgendwas zu löschen oder neue Partitionen anzulegen, weil sonst ist nämlich die Windows-Installation sozusagen hinüber. Also ihr könnt hier tatsächlich die kompletten Daten auch verlieren, beziehungsweise ihr verliert definitiv die kompletten Daten, wenn ihr hier die Partition löscht. Deswegen wechseln wir erstmal sicherheitshalber die Festplatte. Wir sehen, wir sind jetzt momentan auf der aktuellen Festplatte 1 und würden jetzt dann hier auf die 2 wechseln. Und dann sehen wir auch, okay, wir sind hier bei der aktuellen Festplatte 2. Auch hier können wir uns mal die Partitionierungsdaten ansehen. Die ist momentan hier in einer Partition als Non-DOS partitioniert. Und wir würden die ganze jetzt mal als primäres DOS-Laufwerk entsprechend partitionieren, und zwar in ihrer kompletten Größe. Und dann beginnt das Laufwerk im Endeffekt die Laufwerksintegrität zu prüfen. Das kann gut und gerne je nach Größe der Festplatte schon mal so 1 bis 2 oder auch mal gerne 3 Minuten dauern. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal wieder zuschalten, wenn er damit durch ist. Nachdem die Laufwerksintegrität dann zu Ende geprüft wurde, bekommen wir hier nochmal die Abfrage, ob jetzt der maximale Speicherplatz genutzt werden soll oder eventuell nur ein Teil, um dann beispielsweise eine weitere Extended DOS-Partition oder sonstige logische Partition zu erstellen. Wir würden jetzt mal hier in diesem Fall den kompletten Speicherplatz für eine primäre DOS-Partition nutzen, und dann beginnt nochmal ein kleiner Laufwerk-Integrationstest, den ich jetzt hier an der Stelle auch nochmal überspringe. Nachdem dann der zweite Integrationstest erfolgreich überstanden ist, bekomme ich dann hier die Mitteilung: primäre DOS-Partition ist erstellt, Laufwerksbuchstaben geändert und hinzugefügt. Das heißt, jetzt sollten wir rein theoretisch, wenn wir jetzt in die Festplattenübersicht gehen, einen Laufwerksbuchstaben bekommen. Und zwar, ja, sehen wir das hier, das Laufwerk D, das ist genau das, was wir jetzt im Endeffekt wollten. Und jetzt müssen wir FDisk beenden. Und hier noch ein wichtiger Hinweis: starten Sie den Computer neu, damit die Änderungen wirksam werden. Also wenn ich jetzt hier rausgehe, werde ich das Laufwerk noch nicht sehen. Also das sieht alles noch aus wie vorher. Ich habe jetzt hier nur mein Laufwerk C, und ich würde jetzt den Rechner nochmal neu starten, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ich habe jetzt den Computer nochmal neu hochgefahren und öffne den Arbeitsplatz und werde dann hier folgerichtig von meinem Laufwerk D, von meinem zweiten Laufwerk D entsprechend hier begrüßt. Und damit ich das Laufwerk D als solches nutzen kann, muss ich es zunächst erstmal formatieren. Also ich sehe, hier stehen mir 0 Byte zur Verfügung. Wenn ich mir jetzt im Gegensatz dazu das Laufwerk C angucke, dann sehe ich, okay, ich habe hier immerhin 10 GB und die sind auch teilweise genutzt. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier über die Funktion formatieren die komplette Festplatte formatieren. Was mir schon aufgefallen ist, nichtsdestotrotz werden insgesamt maximal 50 GB erkannt. Also mehr als 50 geht nicht, ist möglicherweise durch das BIOS oder das Windows 98 hier entsprechend begrenzt. Das sollte aber auch trotz alledem vollständig ausreichen für das, was wir machen wollen. Dann hätten wir immerhin mit 2 Festplatten dann 100 GB, und das ist ja auch schon mal ganz ordentlich für so einen alten Retro-PC. Dann fange ich mal an mit der Formatierung. Hier kommt nochmal die kurze Warnmeldung. Alles, was ich hier formatiere, das ist natürlich dann ja alles futsch. Das heißt, das, was auf der Festplatte eventuell drauf war, das wäre hinüber, aber da wir sie ja mit FDisk frisch partitioniert haben, ist sie ja komplett leer. Das geht auch relativ fix mit der Formatierung. Früher unter DOS hat es wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen. Das ist hier unter Windows 98 in der Tat schon sehr, sehr schnell. Da kann man tatsächlich das Video mal laufen lassen. Das hätte man früher bei der Formatierung unter DOS, bei den älteren 386ern, 486ern, wäre das so nicht möglich gewesen. Da hätte man dann durchaus mal auch wieder so 10, 15 Minuten oder auch länger veranschlagen müssen. Wir sind jetzt hier soweit durch. Festplatte ist jetzt formatiert, hat er uns hier entsprechend gesagt. Und ja, jetzt legen wir mal die Windows-Installations-CD ein. Und wir erstellen hier mal auf dem Laufwerk D jetzt einen Ordner,
Okay, jetzt läuft jetzt die CD schon mal an der Autostart. Machen wir hier einen Ordner, den nennen wir jetzt einfach mal Win98 Setup. So, und dann öffnen wir uns nochmal ein zweites Fenster, weil es einfach bequemer ist. Öffnen dann hier mal die CD und dann machen wir hier mal bearbeiten, alles markieren, kopieren und fügen das hier ein. Und dann kopiert er erstmal die komplette CD rüber auf das Laufwerk D, was dann einfach den Vorteil hat, dass wir in einem zur Verfügung stehenden Laufwerk dann die Daten haben und müssen dann nicht unter Umständen jetzt noch über eine Bootdiskette oder wie auch immer dann umständlich das CD-ROM-Laufwerk noch einbinden, wenn wir jetzt dann nachher diese 10 GB Startfestplatte ausbauen und sie durch die 80 GB Festplatte ersetzen. Wenn die Daten dann alle fertig kopiert sind, müsste das in etwa so aussehen. Ihr habt dann hier alles drüben. Ich habe den Ordner jetzt nochmal umbenannt in Win98in, sodass ich mich innerhalb der 8 Zeichen Restriktion befinde, weil DOS hat dann immer so ein bisschen das Problem, dass nicht mehr als 8 Zeichen angezeigt werden können. Ansonsten muss man dann mit irgendwelchen Sonderzeichen dann entsprechend die Ordner wechseln. Und deswegen habe ich das jetzt mal hier einfach auf Win98in abgeändert. Und ich würde jetzt mal sagen, dass wir jetzt noch mal kurz schauen, wie ihr euch, falls ihr es nicht zur Hand habt, eine Startdiskette erstellen könnt. Und zwar geht ihr in die Systemsteuerung unter Software und dann habt ihr hier die Möglichkeit, euch eine Startdiskette bzw. Bootdiskette zu erstellen. Dafür braucht ihr dann die Original Windows 98 CD, nach der wird hier noch mal verlangt. Und da legt ihr dann eine formatierte Diskette ein und dann könnt ihr euch hier auch noch extra eine Startdiskette oder Bootdiskette erstellen lassen, falls ihr keine zur Hand habt. Ich habe jetzt hier schon eine, deswegen würde ich mir diesen Schritt an der Stelle ersparen. Ich wollte euch aber einfach nur mal kurz zeigen, dass ihr hier die Möglichkeit habt, euch hier ganz bequem über das Menü eine dieser Disketten zu erstellen. Ich würde den Computer jetzt herunterfahren, damit ich die andere Festplatte noch entsprechend einbauen kann. Bei diesem Rechner ist es so, dass hier schon automatisch heruntergefahren wird. Also hier muss gar nicht mal mehr der Power-Button betätigt werden, so wie das bei dem Pentium 200 Retro-PC, den ich euch bereits vorgestellt habe, der Fall war. Ich gucke mir jetzt gerade nochmal die Partition der zweiten Festplatte an und hier habe ich dann nochmal ganz kurz für euch die Einstellung, wie das zum Beispiel aussehen könnte, wenn jetzt die Festplatte entsprechend partitioniert ist. Dann habe ich hier halt Partitionsnummern 1 oder 2, dann wie diese Festplatte formatiert ist, NTFS und sonstiges externes DOS-Format und hier entsprechend die Speicherzuweisung. Das müsste ich jetzt dann beispielsweise zunächst erstmal löschen, um dann eine komplett neue Gesamtpartition erstellen zu können. Dafür gehe ich dann, wie bereits bekannt, in die Nummer 3, Partition löschen. Und ich würde jetzt mal hier, das handelt sich hierbei um eine Nicht-DOS-Partition, diese NTFS-Partition, und deswegen muss ich die über den Punkt 4 löschen. Und er fragt mich dann hier auch, ob ich die Daten jetzt löschen möchte, ob ich fortfahren möchte, und zack, ist die Nicht-DOS-Partition gelöscht. Bevor ich jetzt die alte Festplatte mit dem bereits installierten Windows 98 endgültig abklemme und die Neuinstallation auf der neuen größeren Festplatte beginne, würde ich mir zunächst einmal die USB-Treiber auf einer Diskette sichern, weil das Diskettenlaufwerk wird bei der Neuinstallation Windows 98 dann entsprechend standardmäßig eingebunden, nicht aber so die USB-Treiber, beziehungsweise zwar schon die USB-Treiber für die USB-Ports, aber nicht für die entsprechenden USB-Sticks, wie ihr das ja auch auf meinem Retro-PC schon gesehen habt, und aus diesem Grund würde ich mir jetzt einfach mal die Treiber hier auf die Diskette kopieren und dann habe ich die entsprechend schon mal zur Verfügung, kann dann die USB-Treiber installieren, den restlichen Datenaustausch dem Grunde nach dann über den USB-Stick vornehmen, beispielsweise Grafikkarten und Soundtreiber. Um dann die Neuinstallation in die Wege zu leiten, habe ich jetzt eine Start- bzw. Bootdiskette eingelegt, da ja die originäre Festplatte soweit abgeklemmt ist. Das heißt, wir haben ja jetzt kein Betriebssystem mehr, von dem wir booten können. Deswegen benötigen wir hier eine Bootdiskette. Ich habe jetzt hier eine benutzt, die ich schon mal erstellt hatte.
An den Fehlermeldungen brauchen wir uns hier jetzt nicht zu stören. Die betreffen jetzt hier nur die Soundkarte, das benötigen wir alles nicht. Wir mussten nur erstmal überhaupt hier ins System vordringen. Leider schafft das jetzt hier dieser TFT-Monitor nicht so ganz mit der Auflösung des Retro-PCs oder des älteren PCs hier. Von daher können wir jetzt leider nicht erkennen, dass es sich momentan jetzt auf dem Laufwerksbuchstaben A befindet. Wir müssen aber jetzt auf den Laufwerksbuchstaben C wechseln. Dafür geben wir einfach mal C Doppelpunkt ein und mit DIR für Directory bekommen wir dann hier entsprechend eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Verzeichnisse und Dateien. Und jetzt wechseln wir in unser Windows 98 Install-Verzeichnis und starten dort dann entsprechend den Befehl Setup. Und da beginnt der Computer jetzt mit einer Routineüberprüfung der Festplatte vor der Installation. Das geht jetzt je nach Festplatte auch relativ zügig. Dann kann ich nebenbei noch mal kurz erzählen, was mir so mit den Festplatten unterlaufen ist. Also ich hatte ja eigentlich vor, diese 80 GB Festplatte zu installieren. Der Rechner hat aber offensichtlich doch eine Begrenzung auf maximal 50 GB, sodass ich das auch mit einer anderen Festplatte noch ausprobiert hatte und die wurden dann entsprechend nicht erkannt, beziehungsweise wurden dann mit F-Disk nur als maximal 10 GB Festplatte erkannt. So habe ich jetzt die ursprünglich geplante 60 GB Festplatte jetzt doch als erstes Laufwerk eingesetzt und würde das Ganze dann noch durch eine 45 GB Festplatte von Western Digital ergänzen und dann habe ich so roundabout 90, 100 GB. Das sollte auf jeden Fall für den Rechner ausreichen. Nach der Routineüberprüfung der Festplatte werden wir dann hier von dem Windows 98 Setup-Bildschirm begrüßt. Die Auflösung ist hier 640x480, deswegen ist hier so die Schrift ein bisschen verwaschen. Bitte nicht wundern, wir werden hier darauf hingewiesen, dass die Installation so zwischen 30 und 60 Minuten dauern kann. Dadurch, dass wir sie jetzt von der Festplatte starten, dürfte das aber um einiges schneller gehen. Wir würden das mal mit Weiter hier bestätigen, dann beginnt der Windows 98 Setup-Assistent die Installation vorzubereiten. Dann können wir hier mal ein entsprechendes Verzeichnis entweder wählen C Windows oder ich nenne das ganz gerne dann auch mal Windows 98. Für mich noch ein bisschen, oder Win98 ist noch für mich noch ein bisschen sprechender, damit ich weiß, welche Windows-Version ich hier installiert habe. Und jetzt werden schon quasi die ersten zu installierenden Komponenten gesucht von der Festplatte. Man sieht, es geht rasend schnell. Das würde jetzt von der CD zum einiges mehr Zeit in Anspruch nehmen. Dann habe ich hier die Möglichkeit, verschiedene Setup-Modi auszuwählen, also einmal die Standardeinstellung für den normalen Nutzer sozusagen. Hier gibt es dann nochmal so eine spezielle Laptop-Einstellung mit besonderen Energiesparfunktionen. Dann habe ich hier die Möglichkeit, bei sehr kleinen Festplatten eine minimale Installation zu wählen, die platzsparend ist oder benutzerdefiniert. Da kann ich dann im Endeffekt dann aussuchen, was möchte ich denn alles haben. Grundsätzlich sind wir hier einfach mal großzügig. Platzprobleme haben wir ja als solches keine. Das heißt, wir können hier tatsächlich alles auswählen, was wir brauchen. Gut, die Eingabehilfen benötigen wir sie jetzt eigentlich nicht. Aber wir können sie ja trotzdem mal, ich muss mal tatsächlich ein bisschen hier mit der Space-Taste arbeiten, weil die Maus ist hier sehr empfindlich. Das ist hier so eine Infrarotmaus und die ist irgendwie so ein bisschen überdimensioniert. Die fusst hier total hier rum. Immer wenn ihr alles installiert, was es hier unter dem Punkt gibt, unter dem einzelnen Programmpunkt, dann habt ihr hier so einen weißen Hintergrund. Und wenn nur Teile angehakt sind, dann hier so einen grauen Hintergrund unter dem Haken. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Multimedia reingehe, dann sehe ich, okay, hier ist nicht alles angehakt. Die Audiodateien zum Beispiel sind außen vor gelassen worden. Und wenn ich das jetzt hier nochmal anklicke und nochmal, dann habe ich einen weißen Hintergrund und dann gehe ich hier nochmal rein per Doppelklick und dann sehe ich, okay, hier sind die Audiodateien jetzt mit angehakt. So funktioniert das dann. Dann kann ich halt entweder einzelne Parts auswählen, indem ich sage, okay, nee, hier bitte nur Griechisch. Und dann weiß ich, okay, hier, das ist so ein bisschen grau hinterlegt. Und dann weiß ich, ich habe hier nur einen Teil ausgewählt. Aber gut, die Sprachunterstützung ist, glaube ich, das, was wir tatsächlich auch mal weglassen können. Das brauchen wir nicht.
Ansonsten haue ich mir den Rest einfach mal hier rein. Gut, die ganzen DFÜ-Verbindungen, das brauche ich natürlich auch nicht mehr, weil ins Internet wird er nicht gehen. Aber hier beim Zubehör kriegt man mal so nette Sachen. Zum Beispiel wie jetzt hier mal irgendwelche Windows-Spiele, Minesweeper oder irgend sowas in der Art oder das Paint-Programm. Sowas nehmen wir natürlich einfach mal mit, dass wir uns das mal anschauen können, wie das aussieht. Und wenn wir dann alles ausgewählt haben, dann können wir auf Weitergehen. Und dann können wir dem Computer noch einen Namen geben. Dann geben wir dem Ganzen mal Retro-PC. Machen wir mal AMD K6. Das ist ja schließlich auch ein AMD K6. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier so, oder ob das funktioniert. Workgroup können wir lassen. Mal gucken, ob er es mit dem Leerzeichen, doch das hat er übernommen. Genau, dann können wir hier noch entsprechend die Regionseinstellungen vornehmen, das Tastaturlayout vornehmen. Das ja, lassen wir natürlich logischerweise dann alles auf Deutsch. Standort noch einrichten, lassen wir natürlich auch auf Deutsch, alles schon vorab schon eingestellt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, eine Startdiskette zu erstellen, wenn ich das möchte. Das ist diese ja bekannte, mit der ich jetzt überhaupt hier anfangs irgendwo mal reingebootet habe. Mal schauen, ich kann das aber auch überspringen, weil ich das jetzt einfach nicht möchte mit der Startdiskette. Und gehe dann mal auf Weiter und gucke mal. Und schon geht es weiter, dann fängt die richtige Installation an. Wenn ihr das Ganze macht, dann lasst ihr euch natürlich sicherheitshalber mal eine Startdiskette erstellen. Dann habt ihr die immer mal zur Verfügung. Sollte mal mit der Festplatte was nicht in Ordnung sein, dann könnt ihr immer noch mal über die Startdiskette per Diskettenlaufwerk reinbooten. Und ich würde sagen, wir lassen die Installation jetzt mal durchlaufen. Das wird so ein bisschen dauern. Wir können jetzt hier links unten den Status verfolgen. Und früher war das so, dass man sich diese Tipps da auf dem Bildschirm tatsächlich sehr genau durchlesen konnte. Wenn man das Ganze von der Festplatte installiert, dann schafft man das schon fast nicht mehr, bei so längeren Texten das bis zum Ende zu lesen. Aber das ist ja an und für sich auch eigentlich ganz schön, dass es so schnell geht. Und man sieht dann hier schon eine halbe Minute in Echtzeit, geht dann hier 2 Minuten von der geschätzten Restdauer runter. Also das geht dann wirklich ganz, ganz flugs. Aber wir lassen das jetzt einfach mal durchlaufen. Und ich würde mich dann wieder bei euch zurückmelden, wenn er dann entsprechend fertig ist. Danke fürs Zuschauen, lasst mir ein Like für mein Video da, abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt und schaut auf jeden Fall mal noch in meiner Playlist vorbei. Dort habe ich einige interessante Videos noch zur Unterhaltungselektronik der 70er, 80er und 90er Jahre bereitgestellt, mitunter zu verschiedenen Amiga, Heimcomputern und Konsolen, zu Sega und Nintendos Konsolen, aber auch zu ein bisschen ausgefalleneren Konsolen wie das ColecoVision, das Intellivision, das Philips CD-i und den 3DO und natürlich auch Ataris 2600 und Jaguar. Ich bin sicher, da ist einiges Interessantes für euch dabei.